Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 hier auf der wunderschönen Mappe Südhämmern. Unsere Maschine ist mit Melasse beladen, wir stehen nun bereit und ja, ich würde sagen, Pickup senken. Und wir haben das Wasser vergessen. Oh shit. Gut, dass wir hier einen LKW haben. Scheiße, wir haben das Wasser vergessen. Ich habe mich schon gefreut. Ich habe mich schon gefreut, dass das endlich mal hier funktioniert. Was passiert? Nein. Das Spiel sagt, So, unser Cosplay-Fahrer fährt hier auch schön seine Runden. Hier drüber. Einmal hier dran vorbei. Zack, und das war's schon. Wir fahren hier einmal ein bisschen aus dem Weg. Aber das war jetzt echt nicht viel, ne? So, jetzt aber. Pickup an. Och, nee. Es funktioniert tatsächlich nicht mit Gras. Funktioniert tatsächlich nicht mit Gras, sondern nur mit Heu oder Stroh. Wie sehr ärgert es mich? Ja. Dann ist es allerdings jetzt doch an der Zeit für unseren Fast Track. Dieser darf sich jetzt mal da vorne den Anhänger schnappen, den Ladewagen, und wir sammeln jetzt einfach mal Gras auf. Und werden es aber, bevor wir es irgendwo verarbeiten oder so, erstmal hier rüber zum Dingens bringen, zum Lager. So, und das hier ist ein Ladewagen, ja? Ja, das ist. Und der sammelt hoffentlich auch Gras ein. Ach Leute, Mann. Das ist jetzt echt ärgerlich. So. Und weiter geht's. Wir sammeln jetzt ganz normal Gras ein. Allerdings können wir währenddessen noch was anderes machen. Oh, der hat's schon dran. Perfekt. Da hat uns der Case hier auch ziemlich gute Dienste erwiesen. Er wird allerdings auch bald eingetauscht. Wahrscheinlich gegen irgendeinen Klaas.
So, die Strohablage ist an. Und da wir hier Hafer haben, gehe ich jetzt mal stark von aus, dass das hier auch eine Dingens da produziert. Ihr wisst schon. Eine Schwartablage, Stroh. Machen wir kurz den kleinen Test. So, sieht das gut aus. Wir beginnen wieder unser Cosplay-Menü. Feldarbeit, Generierung. Vorgewände machen wir mal 2. Im Uhrzeigersinn. Wir zeigen uns einmal alles hier an. Perfekt. So, er ist auch bald fertig. Und dann können wir hier weiterfahren. Ja, dann können wir wenigstens da Paletten, Palettiere, Zeugs machen. Strohpellets. Jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen durchmanövrieren. So, immerhin kriegen wir ein bisschen mehr Gras für unsere Farm, ist ja auch nicht schlecht. Allerdings frage ich mich halt, wozu wir das Gras brauchen. Klar, unsere Schafe, aber die fressen so wenig. Ich glaube halt in erster Linie, Gras aber auch nicht wirklich für die Futtermittelherstellung. Da ist es halt eher Heu, was wir brauchen. Da würde ich es tatsächlich fast schon so machen, dass wir Gras, da wir jetzt ein gutes Stück haben, dass das hier unser, dass wir immer im Wechsel machen, Heu, Gras, Heu, Gras, Heu, Gras. Einfach damit wir später in Zukunft immer so ein bisschen diese Ausgeglichenheit davon haben. Und ja, da lohnen sich allerdings auch größere Maschinen. Also da können wir unseren kleinen Setter, den wir da haben, den können wir wegwerfen. So, das packen wir natürlich. Oh, das könnte noch knapp werden bis da hinten hin. Ah, das sieht gut aus. So, unser Kollege hat auch 45% Hafer. Das bedeutet, da müssen wir auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf haben. Dass wir da demnächst einen Überladewagen hinfahren. Mit dem Überladewagen haben wir noch Großes vor. Ich habe nämlich immer noch die Hoffnung, dass wir von der Palettiermaschine auf den Überladewagen direkt in die Palettiermaschine laden können, ohne das vorhin blöd mit dem Kran zu machen. Und vor allen Dingen, dann hätten wir uns noch den Radlader gespart.
Was machen wir eigentlich, wenn unser Graslager voll ist? Dann laden wir das hier irgendwo auf dem Hof ab. Irgendwie in einem Silage-Bunker oder so. Ruhig. Ruhig, mein Großer. Fahren wir halt hier lang. Es könnte knapp werden. Ich weiß auch gar nicht mitgezählt, wie viele Bahnen wir jetzt gefahren sind. Ja, das Problem ist, 20 kann ich jetzt halt hier nicht rechnen, weil die Bahnen halt immer länger werden. Allerdings kann ich schon mal hinten anfangen. Das sind jetzt 2 Meter, die wir dann vielleicht nachher sparen, wenn wir nochmal hier hin müssen. Aber ich glaube, das hier war auch die letzte Bahn. Die hat nicht ganz so viel Ertrag gebracht. Ja, hat sie auch nicht. Zumindest zwischenzeitlich. Also auf jeden Fall war der Krone Big M eine richtig, richtig, richtig gute Investition, die wir hatten. Und unser Kollege mit dem Hafer ist voll. Da schicken wir jetzt auch sogleich einen Retter in der Not. Allerdings nicht irgendeinen, sondern wir kaufen uns einen neuen. Und zwar, Leute, kaufen wir jetzt mal einen großen Traktor. Wir hatten einen Big Butt. Wir hätten einen Big Butt. Sogar mit Zwillingsbereifen. Scheiße, wir haben uns ein Big Bad gekauft. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Es ist der größte Traktor der Welt. Holy moly, ist das Ding riesig. Ich kann einfach nicht glauben, was wir uns hier gekauft haben. Er hat halt 600 PS, ne? So, und für sowas ist das Ding halt gemacht, ne? Für so riesige Teile. Es gab ja auch im LS17 das Big Butt DLC. Da gab es 2 Stück. Da gab es den hier und da gab es noch irgendwie einen größeren. Aber holy moly, ich sag's euch, Leute.
Das Ding hat Power, das zieht alles. Alles. Es ist nicht das schnellste Gefährt. Aber es zieht einfach alles. Und es ist schon besonders, es auch hier irgendwie auf der Map zu haben. Wir haben nur noch 195.000. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, die wir uns eventuell irgendwo mal ein bisschen vor Augen führen sollen. Ach so, ja, klar. Er fährt einfach weiter. Ich hätte es wissen sollen. Sag mal, Junge, ich muss mich ja noch neu justieren, da musst du deine Runde nicht wieder einfahren. Muss echt mal den Command finden, wo der während dem Abtanken stehen bleibt. Ja gut, ich denke mit 4%, na, obwohl. Schaltet sich die Maschine dann aus? Super, 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 super. Leute, wir haben uns echt Fickfett gekauft. Ich komme nicht drauf klar. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich eine gute Investition war oder eben nicht. Sollte aufgetankt werden, der packt das noch. Und allein auch schon, einfach um es auszuprobieren, möchte ich auch mal diesen Elektrotraktor aus dem Alpine Farming DLC probieren. Einfach nur zum Ausprobieren. Das kann ja irgendwie so unser kleiner Hufschrubber werden, den wir dann immer so Kühe, Schafe etc. füttern. Ja, das dauert dann eventuell auch mal so ein bisschen. Was ich ein bisschen schade finde, wir müssen tatsächlich für diese eine Reihe noch eine Tour fahren. Ich könnte kotzen. Aber so ist das in der Landwirtschaft.
Und dann geht es ja noch ein bisschen zügiger dann voran, wenn wir jetzt hier knapp 73 Stundenkilometer haben, wenn wir sie denn mal drauf haben. Ja, 90% Diesel da, das passt noch. Dann können wir uns aber auch schon mal schauen, was für Mähdrescher wir uns nachher noch leisten. Wir haben ja jetzt momentan diesen hier. Wir hätten dann noch die New Holland und den Ideal. So, wie viel hat der? Der hat 14. Der hat 18. Das Konvo 120. Ah, das hatten wir doch schon mal, ne? Das ist kein Wagen drauf. Was macht der? Der hat nur 100 mehr. Oder kann man irgendwie seinen Tank verbessern? Nee, kann dann auch nicht. Kann man denn, um das, haben wir den Schneidwerk Wagen? Ja. Bedeutet, wir sollten uns dann doch eventuell mal den Class anschauen. Auch wenn es mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist, bezüglich Schneidwerk. Wäre es allerdings noch eine Investition, beziehungsweise eine Idee wert. Das habe ich gar nicht vor all dem ganzen Ding auf den Preis geguckt. Knapp 500. Ich meine, wir haben noch die gewaschenen Kartoffeln, die können wir noch verkaufen. So, ich dürfte laut meinen Berechnungen jetzt einfach hier durchfahren. Gewaschene Kartoffeln. Geben jetzt nicht die Welt. Ist allerdings vertretbar der Preis. Ja, ist vertretbar. Zur Not hätten wir noch Saatgut und Dünger, den wir verkaufen können. Aber das Schöne ist halt jetzt auch beim Hafer, werden wir jetzt einmal das, was wir dort produzieren, auch wieder in unsere Saatgutproduktion stecken. Zumindest erstmal so viel wir können, damit das einfach läuft. Und wenn es läuft, dann läuft es. Es ist gut, wenn es läuft. Weil wir dann nämlich auch die Möglichkeit haben, ja, wieder, da haben wir wieder Einsparungen. Da müssen wir wieder kein Saatgut kaufen. Und das Schöne ist, das Saatgut, das ist vollkommen egal, ob es jetzt Körnersaatgut oder also quasi dieses Einzelkorn oder dieses Mehrkorn-Ding ist. Da unterscheidet Giants zum Glück nicht, oder beziehungsweise der Modder. Auf der Map hier. Allerdings, Leute, möchte ich noch eine Sache, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen Überlänge hat. Möchte ich eine Sache zumindest hier noch machen. Ich denke, wir finden eine Maschine.
Leading Collision hier ziehen kann. Ich wollte schon sagen, schaltet sie sich dann ab. Und schaut mal da, Leute. Da kommen sie, die Pellets. Rüdiger, das war kein Meter, ne? Und fährt auch hier einfach mit knapp 700 Litern. Ich will zumindest eine Ladung hier voll machen. Auch wenn das bedeutet, dass ich einmal ganz kurz hier das kleine Fetzelchen noch mache. Ich weiß, die Folge hat wieder heute ein bisschen Überlänge. Der ist aber kein Problem. Hauptsache, die Pellets werden produziert und kommen hier rein. Sieht auch richtig schön aus hier mit dem Riesenteil, dem Mähdrescher und dann diesem absolut genialen Sonnenuntergang. Ja, wie gesagt, selbst bergauf zieht er hier, als wäre das kein Problem. Dann können wir auch dann endlich in die Pelletproduktion einsteigen. Ja, der Kollege müsste noch entladen werden. Allerdings fahren wir das hier jetzt erstmal zu Ende und entladen ihn in der nächsten Folge. Weil ich habe Anfang der Folge gedacht, wir können es jetzt endlich mit dem Gras da machen. Wir brauchen aber Heu. Sauber und akkurat, der hier allerdings auch fährt. So. Dann, meine lieben Freunde, war es das dann doch noch mit der Pelletproduktion, dem Start der Pelletproduktion in dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich ciao, euer Fury.